Klimpanlage für die Handgelenksverstauchung durch den Patienten gezeigt. Dafür verwenden wir drei I-förmig geschnittene Tapes, die so lang sind wie das Handgelenk, die Handgelenksbreite. Bitte schön. So, zuerst wird das eine Ende vom Papier gelöst. Wunderbar. So, vom Papier gelöst. Und auf der Innenseite des Handgelenkes einmal positioniert. Wunderbar. Zuerst einmal ordentlich kleben, das eine Ende, jawohl. Dann wird das Papier runtergezogen. Wunderbar. Und das Handgelenk, der die Hand gedreht, und unter einem Zug wird das Tape positioniert. Jawohl. Und wir machen das zweite. Wiederum dieselbe Stelle, und zwar gedoppelt. Ja, und jetzt durch einen Zug, einen mächtigeren Zug, ja, gezogen, und das andere, das Ende des Tapes, wieder spannungsfrei positioniert. So, und jetzt wird sozusagen die freie Stelle des Handgelenkes auch mit einem Tape stabilisiert. Jawohl. Wichtig ist, dass bei dieser Tape-Anlage nicht das Tape rundherum zirkulär draufkommt, sondern es muss nicht keine einschneidenden Kräfte zustande kommen, sondern der dachziegelartig übereinander. Jawohl. Gut. Dankeschön. Bitte umgreifen Sie mit Ihrer linken Hand das Handgelenk. Stabilisieren Sie dieses. Lassen Sie den Oberarm leicht am Körper anliegen und versuchen Sie, eine aktive Achterschleifenbewegung durchzuführen im schmerzfreien Bereich.